Wir machen heute eine Übung, um Kräfte grafisch zu ermitteln. Ich erinnere nochmal an das Thema Kräfteparallelogramm. Ich möchte das jetzt hier gar nicht weiter erklären, aber wir werden dann schrittweise die ganze Sache fortführen. Also, wir arbeiten mit Vektoren. Wir stellen uns Folgendes vor. Ein Festkomitee, ich erzähle und in gegeben machen wir praktisch mit kleiner Skizze und mit ein paar kleinen Angaben, machen wir die Kurzform daraus. Ein Festkomitee anlässlich eines, meinetwegen Hafenfestes, hat überlegt, über einen Weg, ich mache das jetzt als Skizze, zwei Masten aufzustellen und der Weg sei 20 Meter breit. Und über dem Weg will man an entsprechenden Seilen, in diesem Fall nur ein Seil, und dann nimmt man gleich die Mitte, ein schönes Schild mit herzlich willkommen aufhängen. Also so soll es aussehen. Und dann hängt hier so ein Schild und da steht dann herzlich willkommen zum Hafenfest oder irgendwas drauf. Wir wissen alle, dass das Schild, ich schreibe mal FG Schild, wir wissen alle, dass das Schild eine Masse von 12 Kilogramm hat. Das ist aus dünnem Blech gefertigt, ist aber ziemlich groß, damit man genug raufschreiben kann. Und durch Abmessen hat man überlegt, naja, wir können uns hier einen Winkel erlauben zwischen den Seilen, damit das Ding nicht zu tief durchhängt, damit nicht jemand anstößt. Wir können uns hier einen Winkel von 160 Grad erlauben. Und dann wollte man mal wissen, wie groß wirken die Kräfte, die also nötig sind, um das Schild auf der Höhe zu halten. Gesucht ist also, und jetzt schreiben wir das ran, F links und F rechts. So, und da man sich sagt, das genügt, dass wir das jetzt nicht unbedingt ausrechnen müssen, sondern es genügt uns einfach, hier das mittels Skizze zu erledigen, macht man das eben so, dass man sagt, wir machen eine entsprechend große Skizze und ermitteln das. Also wir wollen ermitteln F links und F rechts. Zur Lösung. Ich erinnere nochmal an das Kräfteparallelogramm, ich zeige das nochmal und rate jedem, der das jetzt zu Hause üben möchte, ganz einfach nochmal schrittweise zu machen. Die 12 Kilogramm entsprechenden Newton umrechnen, glatt, das wären 120 Newton, und einen entsprechend langen Pfeil, der einigermaßen ins Kästchenpapier hier reinpasst, zu malen. Und dann malen wir einen Winkel von 160 Grad daran und zeichnen die Wirkungslinien. Danach verschieben wir diese 120 Newton, die wir dann brauchen, nach oben und verschieben die beiden, hier in diesem Fall die beiden grünen Vektorlinien, so weit, dass wir hier oben einen Schnittpunkt finden und messen dann ab, wie groß müssen die Kräfte sein. Ich lasse dieses Bild hier stehen. Wer es zu Hause macht, drückt jetzt Pause, guckt sich das Bild nochmal an und macht sich seine eigene Skizze hier. So, also dieses Bild bleibt jetzt in der Pause stehen. Ich muss noch was sagen, das war natürlich ein bisschen blöd. Ich habe hier FG-Schild hingeschrieben und habe in Kilogramm angegeben. Das ist natürlich sträflich schlecht. Das müssen 120 Newton sein. Wenn ich von F spreche, sonst hätte ich MG-Schild hinschreiben müssen. Also eine Masse des Schildes entsprechen 12 Kilogramm und das sind 120 Newton. Deswegen fiel mir gerade eben ein. So jetzt schrittweise. Ich habe erstmal FG bestimmt. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kästchen genommen. 120 geht gut durch 6 zu rechnen. Wenn ich es größer machen würde, käme ich dann irgendwann nicht mehr hin. Jetzt werde ich hier die 160 Grad, wir hatten ja gesagt, hier bildet sich ein Winkel von 160 Grad. Aber wie kann ich den antragen? Ich werde mir also hier eine Hilfslinie malen, die hier durch meinen Punkt geht. Und werde jetzt hier, 180 ist alles, 160, also muss ich hier 10 Grad und hier 10 Grad Winkel antragen. Und diese dünnen, ich mache das jetzt natürlich nicht genau hier auf dem Tablet, diese dünnen Wirkungslinien, die muss ich dann entsprechend verlängern. Und zwar so weit wie möglich und so weit wie nötig. Dann verschiebe ich FG nach oben. Das mache ich mal in hellblau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre jetzt FG-.
Und jetzt wird verschoben. Jetzt habe ich hier einen neuen Punkt und jetzt verschiebe ich die beiden Linien. Also nochmal, hier habe ich, wenn ich hier 10 Grad habe und hier 10 Grad, 180 minus 10 minus 10 ist 160, bleiben dann hier übrig. Das male ich jetzt hier nicht rein. Von der Hilfslinie ausgehend. Die muss senkrecht auf FG stehen. Dann geht das. So, und jetzt entsprechend mit Parallelverschiebung diese Linien verschieben und dann hat man es und dann abmessen. So, ich habe jetzt die Parallelverschiebung jetzt mal hier so dargestellt, skizziert. Ich habe also diese Linie, ich mache die mal hellgrün, diese Linie habe ich hier hingeschoben mittels Parallelverschiebung und diese Linie hier habe ich hierhin verschoben. Und zwar so weit verschoben, dass sie genau durch diesen Schnittpunkt hier gehen. Dass sie praktisch genau sich hier mit dem Ende von FG' schneiden. Und jetzt kann ich auch wirklich die echten Pfeile ranmalen. Wenn ich sage, ich hatte hier drüben hatte ich eigentlich FR und hier hatte ich FL. Jetzt habe ich FL aber hier rüber geschoben. Das heißt, ich muss den Pfeil hier ran machen. Das ist mein neues echtes FL und zwar von hier bis hierhin. Und entsprechend habe ich, wenn das FR war, von hier bis hierhin genau die Länge ermittelt für FR. Wer es jetzt schick machen will, macht einen Vektorpfeil einen kleinen drüber. Dann ist es wirklich. Das darf ich hier übrigens bei den grauen Kräften noch nicht machen, weil da der Vektor noch nicht eindeutig von der Länge bestimmt ist. Hier unten entsteht er wieder, das ist bloß mal nebenbei. Also hier darf ich es machen, hier darf ich es machen, hier außen durfte ich es noch nicht machen. Aber jetzt habe ich eine eindeutige Richtung, Richtungssinn und Länge. Und jetzt gilt es, diese Länge abzumessen und dann werden wir sehen. Da das hier auf dem Tablet Quatsch ist, müssen wir jetzt die echten Werte der Schülerzeichnung übernehmen. So, wir haben jetzt im Durchschnitt haben wir solche Längen ermittelt. Es gab welche, die haben gesagt, ich nehme nicht 3 cm, ich nehme 1,2 cm und haben dann für FR und FL ist immer gleich, entsprechende Werte rausbekommen. 7,9 bis 8 cm, hier 3,5 cm. So, wie ordnet man jetzt aber entsprechende Kräfte zu? Wenn ich zum Beispiel sage, das macht man auch mit Zuordnung, FG sind 120 Newton und ich habe dafür 3 cm gewählt, dann kann ich doch sagen, 120 Newton entspricht 3 cm. Bloß mal eine Frage, wenn ich dann sage, ich hätte nur 60 Newton, dann müssten das demzufolge wohl 1,5 cm lang sein. Und hier steckt der Trick drin, je mehr, desto mehr. Also kann ich Folgendes sagen, ich sage, 120 Newton verhält sich zu 3 cm, wie, und jetzt nehme ich mal glatterweise 8 cm, die Zentimeter gehören entweder oben oder unten unterm Bruchstrich, und hier schreibe ich dann FR oder FL, je nachdem, was ich da hinschreiben will. Da die aber in unserem Fall mal gleich sind, weil die ja das Schild in der Mitte hingehängt haben, deswegen kann man das so machen. Und das stellt man um, mal 8 cm, und dann kann man ganz normal rechnen und die Gleichung lösen. Dann sieht das so aus, 120 Newton mal 8 cm, hier steht er noch durch 3 cm auf der linken Seite, ist gleich, und hier kürzt sich das dann automatisch weg, FR. Jetzt kann ich die Zentimeter rauskürzen, schwupp. Jetzt muss ich noch 120 durch 3 kürzen, durch 3 ist 1, durch 3 ist 40. Jetzt bleibt 40 Newton mal 8, 320 kommt raus. 8 mal 40 sind 320. Und das Newton, muss ich auch noch mit dazu schreiben, ist gleich FR. Das heißt also, rund, nicht ganz das Dreifache, wirkt auf jeder Seite. Und FL, weil das Schild in der Mitte hängt, ne? Weil es genau in der Mitte hängt, hatte ich vielleicht nicht so deutlich gesagt, FL ist demzufolge genauso groß. Also 320 Newton ist gleich FL. Das geht in diesem Fall ganz leicht. Gibt es bis dahin Fragen? Achso, jetzt könnte man das noch mit 1,2 und 3,5 cm überprüfen. Machen wir das noch. Wenn ich sage, 120 Newton entspricht 1,2 cm und ich will, bleiben wir wieder bei FR, FR zu 3,5 cm ermitteln, muss ich hier mal 3,5 cm multiplizieren
Und es sieht so aus: 120 Newton mal 3,5 cm. Das alles durch 1,2 cm ist gleich Fr. Ich mache mal Folgendes, ich mache mal 3,6 cm draus, dann können wir nämlich jetzt mal schneller rechnen und kürzen und mal sehen, ob das so ähnlich hinkommt. Kürzen wir mal die Zentimeter raus, fallen die weg. 1,2 und 3,6 gehen beide durch 1,2, habe ich hier 3. Und dann hätte ich hier also 3 mal 120, 360 Newton. Ist gleich Fr. Wenn ich nur 3,5 cm nehme, wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ich komme also in einen ähnlichen Bereich. Aber eins ist sicher, je größer ich die Zeichnung mache, je größer ich also Fg wähle, umso größer explodiert mir zwar mein Gesamtbild, aber umso genauer kann ich ablesen. Jetzt nehmen wir mal an, das Festkomitee wäre aus irgendwelchen Gründen auf die Idee gekommen, das Schild so weit rüber zu hängen hier. Und zwar so, dass sich hier 10 Grad und hier 60 Grad gegenüber der Horizontalen ergeben. Hier 10 Grad, hier 60 Grad. Mal sehen, ob man dann was rauskriegt. Denn dann unterscheiden sich R und FL auf jeden Fall. Mal sehen, was passiert. So, wenn man das jetzt so ausprobiert, ich habe mal hier eine horizontale Hilfslinie hingemalt. Hier habe ich meine FG mit 3 cm bzw. 6 Kästchen. Und ich trage jetzt hier mal einen Winkel an, auf einem Winkelmesser, wo man kaum noch eine Zahl sieht. Der freut sich. Ich hätte hier also 60 Grad. Und ich male hier meine erste Hilfslinie. Und ich habe hier nur noch 10 Grad. Oh Gott, ich glaube, du musst einen neuen Winkelmesser kaufen. Ungefähr hier. Und wir probieren das auch hier mit der Hilfslinie. Und wir übertragen jetzt unser FG wieder nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kästchen. Hier habe ich FG'. Ich kann es ruhig als Vektor bezeichnen, denn es ist von der Richtung und Richtungssinn her klar. Also kann ich es hier auch, ne? Ist ein Vektor. So, und jetzt kommt wieder die Verschieberei. Ich verschiebe also diese. Ich habe hier höchstwahrscheinlich, ich mache mal farbig, habe ich Fr. Und hier habe ich dann FL. Jetzt kommt die Verschieberei parallel oben hier durch den Punkt. Dann hätte ich hier meine Hilfslinie. Jetzt kommt die grüne Hilfslinie, die verschiebe ich parallel hier hoch. Ich hoffe, dass das einigermaßen gelingt. Und kann jetzt demzufolge sagen, okay, wenn FL ja in diese Richtung nach links wirkt, dann kann ich entsprechend die Pfeile auch ranmalen. Dann habe ich folgende Verhältnisse und kann jetzt abmessen. Gut, jetzt hier abmessen wird nicht möglich sein, die Schüler ermitteln es. Ich mache mal Pause. Ich habe die Farben vertauscht, ja, das sehe ich auch gerade. Sonst wäre das ein bisschen verrückt. So, genau. Und jetzt abmessen, dann werden wir es sehen. Jetzt haben wir hier folgende Werte ermittelt. Jetzt kann ich hier ranschreiben FL als Vektor, ne? Denn ich habe auch die Länge und ich kann auch Fr hier ranschreiben, das sind die verschobenen. Aber ich muss eigentlich korrekterweise sagen, das ist Fr', weil sie ist nicht mehr an ihrer eigentlichen Position die Kraft. Also ich kann hier ruhig einen Strich ranmachen, hier auch, weil die verschobene, also Bilder sozusagen sind. Auch bei Fg kann ich einen Strich ranmachen. Ist aber in diesem Fall egal, weil wir Vektoren verschieben dürfen, müssen wir das mit den Strichen nicht unbedingt machen. In der Geometrie macht man es aber so. Jetzt haben wir für Fr... das entspräche 3 cm, haben die Schüler ermittelt, und FL hatten sie 1,5 cm, entspricht 1,5 cm ermittelt. Ja, und jetzt ist wieder eine Frage der Verhältnisgleichung. Wenn, also, jetzt kann ich wieder so rechnen, 120 Newton, was FG ist, entspricht 3 cm. Und wenn ich jetzt sage, Fr ist 3 cm, dann weiß ich es auf jeden Fall, das müssen auch 120 Newton sein. Aber mir geht es eher jetzt um die 1,5 cm. Aber selbst da kann man es direkt glatt ermitteln, das wäre FL. Und jetzt sieht man das schon, Moment, jetzt sieht man das schon, wenn ich mal 1,5 cm nehme, dann kürzt sich das hier raus, wunderbar, 120 Newton mal 1,5 cm
geteilt durch 3 cm ist gleich FL. Die Zentimeter kürzen sich weg. Durch 1,5 ist 2, durch 1,5 ist 1, durch 2 ist 1, ist 60. Dann habe ich also hier 60 Newton für FL. Und ich habe hier, da das die 3 cm sind, brauche ich nicht zu rechnen, für FR 3 cm raus. 120 Newton raus. So, das wäre ein Beispiel dafür.